So Leute, nachdem ich jetzt hier in Islamabad ein paar Tage verbracht habe, geht's jetzt nach 3 Monaten und einem Tag on the road endlich ins Karakorum. Hab eine grobe Idee, was ich sehen will, aber wir werden sehen, wie sich die Pläne dann noch entwickeln. Jetzt fahren wir erstmal los. So Leute, das sieht zwar nicht so aus, aber hier ist das erste Mal, dass ich auf den Karakorum Highway treffe. Er führt mich jetzt bis rauf an die chinesische Grenze, wenn es geht. Okay Leute, wer in der jüngeren Geschichte aufgepasst hat, der weiß vielleicht, was hier passiert ist vor ein paar Jahren. Fühlt sich nicht gut an hier. Tada! Nein. Freunde, Tag 2 auf dem Karakorum Highway. Die Straßen jetzt machen inzwischen richtig Spaß. Gestern war es nicht so pralle. Super viel Verkehr in den Vorstädten von Islamabad. Und halt immer nur eine Verkehrsstraße, deswegen unglaublich dichter Verkehr. Aber jetzt ist gut. Hier gerade ein kurzer Stopp in Batagram und dann geht's weiter. So Leute, ich hatte eigentlich gehofft, dass es vorbei war, aber gerade wieder in der Eskorte gesteckt worden. Jetzt für den Moment wieder frei, ich glaube aber, sie sollen mir entgegenkommen irgendwie. Ein Traum. Ich habe jetzt sogar die Eskorten davon überzeugen können, dass ich keine Eskorte brauche. Das da unten ist Besham, da wurde ich noch, sagen wir, bespitzelt und verfolgt. Aber jetzt bin ich ihnen, glaube ich, entkommen. Ja, habe noch knapp 200 Kilometer vor mir. Es ist jetzt 11:30. Mal schauen.
jetzt zuerst der zweite Tag. Aber ich kann gar nicht so viel grinsen, wie ich gerne würde, um das hier wieder zu spiegeln. Die Straße ist inzwischen richtig gut, wenig Verkehr, Traum. So Leute, dritter Tag Karakorum Highway. Ganz entspannte, locker flockige 130 Kilometer heute vor mir nach Gilgit. Und auf dem Weg gibt es ein paar coole Spots. Deswegen, let's go! Darf ich vorstellen? Nanga Parbat. So Freunde, ein sehr wichtiger Ort. An dieser Stelle begegnen sich nämlich die drei höchsten Gebirgszüge der Welt. Hindukusch, Karakorum und das Himalaya. Guten Morgen, liebe Leute. Aufbruch aus Gilgit. Ich werde heute wieder an einigen sehr schönen Spots vorbeifahren, an denen man definitiv mehr Zeit verbringen könnte. Der Gedanke dahinter ist allerdings, dass ich gerne zügig den Kunjira-Pass machen würde, den höchsten Punkt, den man hier so erreicht, nämlich die Grenze zu China, bevor es zu kalt wird. Und auf dem Weg zurück werde ich mir Zeit lassen und auch einige Seitentäler erkunden. Genau, jetzt fahren wir erstmal los. Das ist der Rakaposhi, knapp 7800 Meter hoch und damit glaube ich irgendwie Nummer 27 oder so der höchsten Berge. Allerdings bei den schwerst zu besteigenden ganz vorne mit dabei. We'll be right back.
Also Freunde, ich war hier eigentlich nur hergekommen für den Kuchen. Und jetzt gefällt es mir aber hier doch so sehr, dass ich jetzt hier neben dem Restaurant oder Café mein Zelt aufschlagen werde und mal den Schlafsack an seine Grenzen bringe, wahrscheinlich. Weil es jetzt doch ganz schön frisch geworden. Leute, großer Tag heute. Es geht an die chinesische Grenze. Wahrscheinlich an den, oder eventuell an den höchsten Punkt meiner ganzen Tour. 4700 Meter. Ja, mal schauen. Die Leute sagen, es ist schweinekalt da oben. Schneebedeckt. Wobei sie die Straße eigentlich immer frei halten. Ja, schauen wir es uns an. So Leute, 50 Meter nach China. Ja Leute, weiter nach Norden geht's an der Stelle hier nicht. Gerade wieder eine kleine Interview- und Selfie-Session hinter mir. Aber ja Mann, das Tor zu China. Jetzt geht's den ganzen Karakorum Highway wieder zurück. Zack, fertig. Bombastisches Campsite. Sogar mit Feuerservice. We'll be right back.
So, Freunde, das waren 55 echt abgefahrene Offroad-Kilometer. Jetzt bin ich hier angekommen in Chimchal und es soll wohl in diesen Tagen, man weiß nicht genau wann, aber jetzt irgendwann in den Tagen so eine Art Almabtrieb geben. Herrlicher Morgen hier im Tal. Ich würde mich heute gerne nach ins Hundertal treiben lassen. Letzter Blick auf Passu. Also ein kleiner Tagesausflug ins Hopper Valley, das Tal da hoch. Soll einen schönen Gletscher geben, ein paar schöne Viewpoints. Und genau, am Abend geht's wieder zurück, deswegen habe ich die Kisten mal abgenommen. Mal schauen, wie es sich anfühlt. So, Freunde, fragt mich nicht, was sich das Wetter hier rausnimmt, auf einmal nicht mehr sonnig zu sein. Ich wollte eigentlich heute ans Basecamp vom Rakaposhi. Ja, jetzt fahre ich mal schauen, wie es da aussieht und entscheide dann, ob ich hochfahre. Okay, Leute, es gibt's also doch. Ich hatte schon gehört, dass es hier oben weiter im Tal ein Ski-Resort geben sollte. Hab mich schon gefragt, wie das sein kann so richtig. Aber hier, da oben, gibt's sogar einen Sessellift, einen Skilift mit einer Skipiste. Ich weiß nicht, ihr kennt's wahrscheinlich nicht. Nach der Straße, alter Falter. Also, wer hätte gedacht, dass sich die extra 2 Kilometer noch so lohnen? Das
Hier ist eine kleine Air Force Base und die Jungs kümmern sich um die Instandhaltung oder den Betrieb der Skipisten hier. Das ist wohl ein richtiges Ding. Und jetzt wurde ich gerade von einem Retired Wing Commander hier zum Tee eingeladen. Doch irgendwie ein bisschen skurril hier, mitten in den Bergen. Guten Tag, liebe Leute. Also, ich habe jetzt gestern nach Einbruch der Dunkelheit Gilgit erreicht. Wetter ist nicht ganz so schlecht wie vorhergesagt. Regnet auf jeden Fall nicht. Aber gut, sieht auch anders aus. Ich werde jetzt heute auf jeden Fall mal einen Tag hier in Ruhe machen. Aber jetzt wird erstmal hier das gute Bike geputzt. So Leute, ich habe mal kurz mit dem Wettergott geschnackt. Ich gesagt, so kann das ja nicht weitergehen. Ich glaube, er hat zugehört. Und deswegen, ja, geht's heute nach Skardu. So, das ist jetzt Roadblock Nummer 5, glaube ich. Es ist jetzt 3:30 und ich habe noch gute 100 Kilometer vor mir auf dieser Straße. So langsam glaube ich, dass ich das heute nicht mehr schaffe. Mal schauen. Drüben den halben Berg auf die Straße gesprengt. Also nach der freundlichen Einladung zum Tee von Ratavali geht jetzt anscheinend weiter. Jetzt muss ja noch der Verkehr sortiert werden. Und ich habe noch immer irgendwie 90 oder 85 Kilometer vor mir. Werde es aber glaube ich durchfahren. Man kann die Milchstraße so gut sehen wie ich. Alter Leute, war das ein Ritt, Mann. Scheiße, geil. Das Abenteuer war echt mal wieder verdient. Jetzt haben wir die Jungs in der Polizeistation schon das Hotel klar gemacht. Aber das gehe ich jetzt mal abchecken. So Leute, es hat sich heute Morgen ein bisschen angefühlt, wie wenn man nachts im Urlaub irgendwo ankommt und noch nicht die Umgebung gesehen hat und dann morgens rauskommt und bei strahlendem Sonnenschein die schönen Berge sieht. Ja,
jetzt geht's weiter. Ich weiß nicht genau, mir wurde jetzt hier gerade gesagt, dass irgendeine Straße blockiert ist, die ich gerne nehmen wollte. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, das ist alles machbar. Ciao, Susanne. So, Freunde, es gibt was zu feiern und dafür brauche ich Schnaps. Ich glaube, hier sieht mich keiner in diesem streng islamischen Land. So, wofür braucht man Schnaps? Um das hier zu feiern. 55.555 hat die Dicke jetzt drauf. Bei der letzten Schnapszahl vor 11.111 Kilometern war ich im Irak auf dem Weg nach, ich glaube, es war Dohuk. Und jetzt stehe ich hier, mitten in den Bergen. So, ich glaube, es kommt gerade keiner. Thank you, by the way, Zoltan, for the celebration schnapps. Yeah, it's still the one from Georgia, from the trip. Cheers. She balanced my scales, west coasting. Got degrees in my left, believe in me, black wing. Life do you act, stay focused. True indeed, it's a fact. When them hard times come, love will bring you right back. When life brings trouble, you can fight or run away. I have no struggle. Relax, watch me float away. I'm coasting. I'm coasting on a dream. I'm coasting. This one. Moin Leute, also dank schlechten Batteriemanagement konnte ich gestern nicht mehr alles aufzeichnen. Ich mache jetzt eine kleine Minitour. Es gibt einen Weg rauf hier zu einem K2 Viewpoint zumindest. Allerdings, ja, wenn ich mir die Wolken so anschaue, gibt es da wahrscheinlich eh nicht viel zu sehen. Switching the lane, stay low, pro info. Started out at Kinko's. 10 years later, out to Vegas on a G4. The seats bucket when we puff puff pass. Passport to my luggage, got my beats on smash. Attitude of a winner, that's some DMA. So it feel like a summer anywhere that I lay. A, it's C, A to the day that we out. Stay strong through the struggle, that's what life is about. When life brings trouble. Also, im Deutschen reichen 10 Minuten Fußballmatch mit den Locals auf 3200 Metern hier. Boah, Leute, den nächsten hätte ich echt von seinem Auto geholt und eine geklebt. Die checken nicht, dass das Aufblendlicht nicht für andauernd gedacht ist. Alter Schwede. Aber geil! Tour durch die Nacht ist immer Adventure. Mach ich echt gerne. So, moin Leute. Also, heute wieder ein wichtigerer Tag. Es soll über ein Hochplateau gehen, das zweithöchste der Welt, die Deosai Plains. Und ja, sind so knapp um und über 4000 Meter. Jetzt durch das Wetter in den letzten Tagen ist es eben immer wieder so ein Hin- und Herspiel gewesen, ob sie offen sind zum Überqueren oder nicht. Jetzt ist heute das Wetter
nicht optimal, aber ich glaube, ich werde es trotzdem probieren. Und ja, gehen wir gucken. Leute, wie kann man eigentlich so viel Glück haben? Die Sonne kommt raus, der Pass ist offen. Geil. Abgefahren, unglaublich. Ich habe gerade nachgeschaut, ich bin hier auf 4000 Metern ziemlich genau. Schaut euch das an. So Leute, es beginnen langsam aber sicher die letzten Tage hier in den Bergen. Ich habe jetzt noch einen Programmpunkt, den ich gerne machen würde. Das war Mangapabad Basecamp. Genau, dafür fahre ich jetzt heute hier von Astor nur ein paar Kilometer rüber ins Tal nach Lupel. Genau, und von da ist es dann ein recht einfacher Track ans Basecamp. Bin gespannt, soll ein interessanter Weg sein. Schauen wir uns an. Also dann wurde die Sache gerade für mich entschieden. Ich habe eigentlich überlegt, die Fahrt über den Gletscher hier zu nehmen, ins nächste Dorf zu fahren und dort zu übernachten. Die Angaben dazu, ob es ein Gästehaus gibt oder nicht, sind widersprüchlich. Aber genau, jetzt ist gerade ein freundlicher Policeman vorbeigekommen. Mich gefreut, warum ich mich nicht am Checkpost eingetragen habe. Den Checkpost gesehen. Leute, so habe ich mir das vorgestellt. Also, Wetterlage sieht schon mal gut aus. Und hier im Hintergrund, Nanga Parbat noch in den Wolken. Aber ich habe das Gefühl, das löst sich gleich noch auf. Jetzt erstmal noch frühstücken und dann geht's ab. Also ich mache das ja wirklich echt ungern, aber ich glaube, ich muss die Prognose anpassen, was die Wahrscheinlichkeit angeht, den Gipfel zu sehen. Irgendwie bewegt sich da nicht mehr so viel. Leute, angekommen. Nanga Parbat Basecamp. Und keine Menschenseele hier. Abgefahrene Stimmung. Also Freunde, ich habe eben entdeckt, dass es noch ein zweites
Basecamp gibt, zumindest auf Maps.me. Es ist auch nur ein paar Kilometer entfernt. Ich glaube, ich habe Zeit. Schauen wir es uns an, oder? Krass, Leute. Es war anscheinend keine Lawine, die es da gab. So Leute, 6:30 Uhr morgens, die Sonne geht gleich auf. So, wieder auf dem Karakorum Highway. Leute, ist das geil hier. Fühlt sich gerade alles viel zu sehr nach Rückfahrt an. Gar keinen Bock eigentlich. Aber gut, was da noch kommt, soll ja auch ganz cool sein. Thank you very much. No, I'm fine. I got my cash and I'm going. Okay. Yeah, thank you very much. Guten Morgen. Also, Chilas, kurz noch Cash geholt. Mache ich mich auf den Weg. Von hier gibt es zwei Wege zurück nach Islamabad. Einer führt über einen Pass, 4200 Meter. Der andere über eine ziemlich fiese Schlaglochpiste und auch kilometermäßig mehr. Außenrum. Deswegen, ich würde gerne über den Pass. In den letzten Wochen war er nur öfter schon geschlossen wegen Schnee. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, ob er offen ist. Also Leute, schade Schokolade, aber nach 1,5 Stunden Warterei hier
heißt jetzt wohl, dass der zweite Checkpost oben das Nein aus der Operations-Zentrale bekommen hat und sie jetzt keinen mehr durchlassen. Affen.